Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit einer Technik von vorgestern will die AfD die Herausforderung von heute und morgen bearbeiten. Das zeigt, wie rückwärtsgewandt Sie sind, meine sehr verehrten Damen und Herren von der AfD-Fraktion. Aber da haben wir auch nichts anderes von Ihnen erwartet. Und dann präsentieren Sie heute die alte Mär der umweltfreundlichen, sicheren und kostengünstigen Atomkraft. Das war doch schon in den 80er Jahren falsch, und es ist es in den 2021er Jahren erst recht. Umweltfreundlich. Umweltfreundlich. Lassen wir uns doch mal durch. Ich habe mir die Mühe gemacht, obwohl es mir schwer gefallen ist, Ihren Antrag mal durchzuarbeiten. Umweltfreundlich. Also wir müssen ja nur mal in die Asse gucken und die korrodierten Fässer da zu sehen. Da ist es zwar nur leicht radioaktiver Müll, aber das zeigt doch, dass das in keinster Weise umweltfreundlich ist. Gucken Sie doch mal Endlagersuche. Das Endlagersuchverfahren läuft doch gerade zur Zeit. Gucken Sie doch mal, dann stellen Sie auf, Herr Hirse, sagen Sie, möchten es in Ihrem Wahlkreis haben. Diese Ansage habe ich von Ihnen heute nicht gehört. Butter bei die Fische, weil der Atommüll, den wir produzieren, für den sind wir auch verantwortlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann auch die Frage CO2-neutral. Ja, meinen Sie denn beim Uranabbau, bei der Brennelementeherstellung, beim Kraftwerksbau, beim Kraftwerkrücksbau, bei der Endlagerung entsteht kein CO2? Selbstverständlich. Deswegen ist auch Kernkraft nicht CO2-neutral, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann sagen Sie, man würde uns damit unabhängiger machen. Ja, wo kommt denn das Uran her? Herr Hirse, wo soll denn das Uran herkommen? Ja, es gab mal in der DDR Uranabbau. Ja, im Erzgebirge. Dann stellen Sie sich hier hin und sagen, Sie möchten als AfD, um unabhängig sein von Energieimporten, möchten Sie, dass Uran hier in Deutschland im Erzgebirge abgebaut wird. Auch diese Ansage habe ich von Ihnen hier nicht gehört, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Erfolge des Uranabbaus in Wismut kostet den deutschen Steuerzahler bis heute 6,8 Milliarden Euro Bundesmittel, dass da die Schäden des Abbaus kompensiert werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen zeigt es, auch das ist nichts Preiswertiges und nichts Umweltfreundliches, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann sagen Sie, es sei sicher, Atomkraft sei sicher. Fragen Sie doch mal die Menschen in Tschernobyl, fragen Sie mal die Menschen in Fukushima, was die davon halten, dass das sicher sei. Und das Max-Planck-Institut hat gesagt, ähnliche Unfälle wie in Fukushima drohen alle 10 bis 20 Jahre. Ist das theoretisch möglich? Herr Kollege Grimmitsch, aus meiner Sicht ein Hinweis, dass das nicht sicher ist. Erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hilse? Nein. Also, es ist nicht sicher. Und wenn wir das jetzt weniger emotional mal sehen, kann man auch gucken, wenn es denn sicher wäre, würden wir auf dieser Welt ja einen finden, der Atomkraftwerke, einen Dienstleister, der Atomkraftwerke versichert. Aber da finden Sie auch in der ganzen Finanzwirtschaft, finden Sie nicht ein Institut, die Atomkraft versichern, Kraftwerke versichern. Und warum nicht, Herr Hilse? Warum? Weil wenn ein Schaden eintritt, ist der so stark und so immens, dass das unbezahlbar ist und jeder Versicherungskonzern wird in die Füße und in die Knie gehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und noch etwas bei der Frage der Sicherheit. Auch der Rückbau ist eine große Herausforderung. Mittlerweile gibt es Atomkraft seit über 70 Jahren, 173 Atomkraftwerke sind weltweit mittlerweile abgeschaltet. Erst 19 sind zurückgebaut. Auch das ist eine große Herausforderung. Um davon sicher zu sprechen, ist aus meiner Sicht lachhaft. Dann sagen Sie kostengünstig. Also wir müssen ja nur mal gucken, Atomkraft sei kostengünstig. Gucken Sie doch einfach mal an, wie viel wir in den letzten Jahren dafür bezahlt haben. Sie dürfen doch nicht den Strompreis als solches sich angucken. Sie müssen gucken, was da an staatlichen Subventionen die letzten Jahrzehnte eingezahlt worden ist. Und wenn Sie das dann vergleichen, die staatlichen Investitionen, die Subventionen und die Folgekosten, dann sehen Sie, dass Atomkraft um ein Vielfaches teurer ist als erneuerbare Energien, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann können Sie auch mal gucken nach Großbritannien, Hinkley Point. Wie lange es da dauert, überhaupt von der Planung bis zur Fertigstellung? Es hätte 2017 fertiggestellt sein sollen. Jetzt scheint es 2026 zu sein. Und die kosten 10 Milliarden Euro mehr als ursprünglich geplant. Eine schnelle Antwort, eine kostengünstige Antwort ist Atomkraft nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Investitionen, die wir jetzt für neue Atomkraft bräuchten, die ist doch viel besser aufgehoben in erneuerbaren Energien. Wir sollen kein Geld binden in Atomkraft. Dieses Geld brauchen wir in Investitionen in erneuerbare Energien, dass wir diese schnell umsetzen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sage Ihnen, für die Sozialdemokratie ist es eine Freudenstunde, wenn am 31.12.2022 das letzte Atomkraftwerk in Deutschland vom Netz geht. Dann werden wir die Sektkorken knallen lassen, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil wir das gut und wir richtig finden. Und das ist ein wichtiges Menschheitsziel, was wir da erreicht haben.
Und ich sage Ihnen, Sie haben in Ihrem Antrag, und das soll mein Schlusswort sein, Frau Präsidentin, gesagt, Sie würden gerne Ihren Horizont erweitern. Ich halte es da lieber mit Udo Lindenberg. Hinterm Horizont geht es weiter, und da kommen die erneuerbaren Energien. In diesem Sinne alles Gute und Glück auf. Für eine Kurzintervention erteile ich das Wort dem Abgeordneten Hilse.